Vor genau einem Monat habe ich ein Video auf dem Kanal veröffentlicht, in dem ich euch erzählt habe, was euch voraussichtlich beim Apple iPhone 15 Pro erwartet. Und die Zuschauerzahlen zeigen, das haben einige von euch gesehen. Einige sind auch neu auf diesem Kanal durch das Video dazugekommen. In dieser Stelle auch herzlich willkommen. Aber wie genau ist eigentlich so eine Prognose? Einen Monat vor Marktstart. Wie genau kann man vorhersagen, was beim neuen iPhone da tatsächlich ansteht? Und habe ich mir das am Ende des Tages vielleicht auch alles ausgedacht und aus den Fingern gesaugt? Oder war die Prognose vielleicht auch durchaus zuverlässig? Ich möchte heute mal schauen, was habe ich vor einem Monat behauptet? Apple hat das iPhone 15 Pro ja mittlerweile offiziell vorgestellt und was ist davon am Ende des Tages auch wirklich eingetroffen? Darum soll es heute gehen, mal ein bisschen etwas anderes Video, in dem wir uns mal anschauen, wie zuverlässig solche Gerüchte am Ende des Tages überhaupt sind. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Und Apple hat es direkt als große erste Neuerung vermarktet. Man setzt jetzt auf Titan statt auf Edelstahl beim Rahmen. Dadurch wird das iPhone etwas robuster, es wird etwas leichter und der Rand, mein persönliches Highlight, wird auch endlich matt und zieht keine Fingerabdrücke mehr an. Und das ganze Design wird auch so ein bisschen überarbeitet. Die Front und die Rückseite, die Übergänge zwischen dem Rahmen sind deutlich weicher. Und ich habe mir die ersten Hands-on-Videos auch schon angeschaut. Das macht einen wirklich guten Eindruck vom Event. Also da würde ich sagen, lagen wir oder lag ich ziemlich genau richtig. Und auch die Render-Bilder, ich werde euch hier nochmal eins einblenden. Das ist natürlich am Ende des Tages bei den Farben ein bisschen abweichend, aber auch die Farben standen weitestgehend im Raum. Die werde ich euch jetzt auch einblenden. Also dieses dunkle Titan, helle Titan, naturfarbene Titan und Blau, die haben sich im Vorfeld auch schon angedeutet. Nicht genau, wie sie jetzt am Ende des Tages aussehen, aber ich finde, sie kamen dann durchaus sehr nah heran bei den Leaks. Und auch auf der Frontseite, wenn wir uns das Display anschauen, es ist weiterhin ein Promotion-Display, weiterhin 120 Hertz quasi. Es gibt weiterhin die Dynamic Island, da hat sich noch nichts verändert. Da ist im Großen und Ganzen alles wie beim Vorgänger und das habe ich ja auch gesagt, aber der Rahmen, und das hat Apple auch auf dem Event speziell nochmal vorgehoben, ist einen Hauch dünner geworden, sieht optisch ein kleines bisschen moderner aus, finde ich also auch eine entsprechende schöne Neuerung. Und natürlich, es hat sich angedeutet, Apple wechselt zu USB-C. Sie haben USB-C auch ein Thema gemacht. Da waren wir uns nicht ganz einig, ob es USB 3.0 oder tatsächlich schon Thunderbolt wird. Es wurde USB 3.0. Da habe ich aber auch angemerkt, nicht ganz sicher, ob das wirklich so kommt. Aber wie gesagt, da könnte man behaupten, dass es vielleicht nicht exakt richtig lag, was die Geschwindigkeit oder den Standard hinter USB-C angeht. Meine Vermutung ist, es wäre doch ein wunderbares Upgrade für das iPhone 16 Pro. Apple hebt sich das vermutlich auf. Und dann der Action-Button, auch das hat sich angedeutet, nicht beim normalen iPhone 15, sondern nur beim iPhone 15 Pro, kann weiterhin auch als Mute-Switch quasi genutzt werden, indem man ihn drückt. Der Mute-Switch ist allerdings verschwunden und Apple lässt auch weitere Optionen in den Einstellungen zu, die man dann auf diese Taste belegen kann. Finde ich persönlich ehrlich gesagt sehr gelungen, denn ich persönlich nutze den Mute-Switch nicht und werde dann irgendwas anderes auf diesen Knopf legen, vermutlich die Kamerataste. Und dann für mich persönlich auch gar keine große Überraschung, der Apple A17, auch das habe ich prognostiziert, der erste Chip im 3-Nanometer-Verfahren. Das iPhone ist das erste Gerät, welches ihn verbaut. Ich habe ihn noch A17 Bionic genannt, er heißt A17 Pro, aber das sind dann so kleine Feinheiten beim Marketing, die jetzt nicht ganz so relevant sind. Ich war übrigens erstaunt, wie viel Power der mitbringt, da Apple auch direkt drei oder vier Konsolenspiele für das iPhone 15 Pro angekündigt hat. Das ist was, worüber wir vielleicht nochmal etwas genauer in einem eigenen Video sprechen müssen. Größere Akkus, das ist der Punkt, bei dem ich tatsächlich falsch lag. Ich habe behauptet, es wurden größere Akkus entdeckt. Es kann sein, dass größere Akkus verbaut sind, das wird sich noch zeigen, aber bei der Akkulaufzeit hat sich nichts getan. Also da sind wir weiterhin auf dem Level der Vorgängergeneration. Ich hätte gedacht, dass wir etwas größere Akkus und einen etwas effizienteren Chip bekommen und dadurch auch eine bessere Akkulaufzeit und dass es ein Thema sein wird, bedeutet bei diesem Punkt ganz klar, lag ich komplett falsch. Die Gerüchte haben es angedeutet, aber das ist so nicht eingetroffen. Bei der Akkulaufzeit tut sich nichts. Und dann die 256 GB in der Basisversion. Theoretisch gesehen stimmt es allerdings nur beim iPhone 15 Pro Max. Beim normalen iPhone 15 gibt es weiterhin 128 GB in der Basisversion. Und Apple, das hat mich persönlich auch überrascht, hat tatsächlich die Preise wieder etwas gesenkt und hat berücksichtigt, dass der Eurokurs wieder besser steht. Bedeutet, da kann man also theoretisch gesehen auch wieder etwas sparen. Natürlich sind das weiterhin teure iPhones, aber die Preise wurden
angehoben, indirekt, indem man theoretisch gesehen die Basisversion beim iPhone 15 Pro Max gestrichen hat, also in den USA. Theoretisch gesehen allerdings ist es genauso teuer wie vorher, da eben auch die Version mit 256 GB vorher auch so viel gekostet hat. Ist das ein richtiger Preisanstieg? Schwer zu sagen. Ich würde sagen, jein. Mittelding, es hat sich angedeutet. Es ist weitestgehend auch so eingetroffen, aber es ist nicht wirklich teurer geworden. Und vor allem bei uns in Europa, was ich schön finde, hat Apple die Preise nicht erhöht. Und dann gibt es noch so ein paar kleinere Dinge, natürlich wieder einen neuen U2-Chip, also für Ultrabreitband, der hat sich auch angedeutet, habe ich auch behauptet, das ist auch eingetroffen. Und bei den Kameras gibt es natürlich einen etwas besseren Sensor und auch kleine Optimierungen bei Ultraweit und beim Zoom. Und dann gibt es natürlich das iPhone 15 Pro Max mit einer noch besseren Zoom-Kamera. Aber, und da muss ich mich nochmal ein bisschen genauer einlesen, das habe ich noch nicht so ganz verstanden, es ist keine klassische Periscope-Technologie. Es ist eine von Apple entwickelte Technologie, mit der man einen besseren Zoom ermöglicht. Ich weiß nicht genau, was das jetzt am Ende des Tages bedeutet, wie viel besser oder schlechter es als ein Periscope-Zoom ist, den wir aus der Android-Welt kennen, aber es hat sich angedeutet, dass die Zoom-Kamera am Ende des Tages besser wird, dass das Pro Max das einzige Modell sein wird, was diese Technologie bekommt, und so ist es am Ende des Tages auch eingetroffen. Also ich würde mal, auch wenn es vielleicht nicht 100% eine Periscope-Technologie ist, einen Punkt mir dafür geben. Das Apple iPhone 15 Pro war das große Highlight zum Abschluss der gestrigen Keynote und ehrlich gesagt auch mein persönliches Highlight. Ich habe ja schon im Video erwähnt, ich freue mich auch auf den Schritt zu Titan. Ist jetzt natürlich am Ende des Tages für Leute, die einen Case nutzen, vielleicht nicht ganz so relevant. Ich nutze aber meistens keins. Dementsprechend freue ich mich da persönlich drauf. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, eigentlich ist weitestgehend alles so eingetroffen, wie ich es vor einem Monat in einem Video vorhergesagt habe. Eine Sache, also wenn wir mal von ein paar kleinen Feinheiten absehen, vielleicht die Bezeichnung des A17 und so weiter geschenkt. Nur eine Sache, da lag ich falsch. Bei einem Punkt habe ich mich vertan und das ist die Akkulaufzeit. Ich hätte gedacht, dass es etwas größere Akkus gibt und dass wir, wie gesagt, auch die Effizienz des A17 deutlich spüren werden und dass die Akkulaufzeit, ich hätte tatsächlich auf 1 bis 2 Stunden mehr im Vergleich zum iPhone 14 Pro getippt. Das ist etwas, wo ich mich am Ende des Tages getäuscht habe. Das ist nicht so eingetroffen, aber sonst würde ich sagen, kann man in der heutigen Zeit einen Monat vor Marktstart des neuen iPhones schon ziemlich gut vorhersagen, was da Apple voraussichtlich vorstellen wird. Also, wir werden uns dann natürlich das neue iPhone in den nächsten Tagen auf dem Kanal in Ruhe anschauen und dann möchte ich mir auch einen persönlichen Eindruck dazu machen. Wenn euch das interessiert, bleibt auch gerne am Ball. Und ja, dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir werden natürlich in Zukunft weiterhin schauen, dass wir euch die entsprechend guten Prognosen bieten können. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.